Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, ich bin neu aufgerüstet, bin bereit für den nächsten Kampf. Und dann gucken wir mal hin. Ja, warte mal, das ist 24 bis 28. Ja, das ist mein Tier, glaube ich, oder? Jo. Na, dann mal hin. Terminal werden wir sowieso gleich hingezogen, aber ich geh schon mal ein. Bitte kommen, Lieutenant. Hier spricht General Garza. Ich sehe, ihr seid in Anchorhead gelandet. Tatooine ist ein weitläufiger und gefährlicher Wüstenplanet. Und ich fürchte, ihr könnt bei eurer Mission dort nicht auf die Unterstützung der Republik zählen. Der Chaos-Trupp hat alles im Griff. Wie dem auch sei, Lieutenant. Ich hasse es, meine Leute ohne irgendeine Form der Unterstützung in unbekannte Gebiete wie Tatooine zu schicken. Aufgrund fehlender militärischer Mittel habe ich Kontakt zu einem Einheimischen hergestellt, der euch bei eurer Mission helfen wird. Oleg Claren, der Bürgermeister von Anchorhead. Bürgermeister Claren ist zwar kein Soldat, aber er kennt das Gebiet äußerst gut und kann euch die Ressourcen der Stadt, was auch immer das sein mag, zur Verfügung stellen. Ich werde mit dem Typen reden. Aber denkt daran, dass diese Operation streng geheim ist, Lieutenant. Ich habe Bürgermeister Claren nur gesagt, dass ihr in einer wichtigen Mission unterwegs seid und mehr braucht er nicht zu wissen. Verstanden? Ich werde vorsichtig sein, General. Sehr gut. Das wäre alles für den Augenblick. Fahrt mit der Operation fort. Garza, Ende. Okay. Die Heimdestuerei geht weiter. Wieso habe ich hier eigentlich so einen langen einen Schwarzbildschirm? Das ist merkwürdig. So, wie sollen wir mit dem Typen sprechen? Gucken wir mal. Tatooine. 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 Irgendwie mag ich den Planeten. Ich weiß nicht warum, aber ich mag auf den. Auf die Beine und in die Schlacht. So, okay. Dann wollen wir uns mal in die Schlacht stürzen. Ein paar Leute sind hier, die hier arbeiten. Aber die sollen uns immer herzlich hier sein. Oh, was ist denn hier passiert? Mord, kommst du hier an hier? Voll das Pflaster hier. So, Jorgen, warum sagst denn du nichts? Ich hab extra hier die. Damit du dir was sagst, du Pisskopf. Dann sagt er nicht mal was, weißt du? So, strahlend blauer Himmel. Brennend heißer Wüstensand. Naja, perfekt. Es gibt Schlimmere im Leben. Jetzt sind es schon ungefähr 64, Sir. Wir lassen aber noch ein paar Freiwillige weiter in den Trümmern suchen. Sicher ist sicher. 64. So. So viele. So viele Tote. Und weswegen? Warum passiert das?
Womit haben wir das alles verdient? Wir haben immer noch keine Hinweise, Sir, aber ich bin sicher... Entschuldigt, aber wer seid ihr? Dies ist das Büro des Bürgermeisters. Ihr könnt hier nicht einfach ohne Termin reinplatzen. Ich bin Soldat. Der Bürgermeister weiß, dass ich komme. Ihr müsst der Lieutenant sein, der, von dem mir General Garza erzählt hat. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Bitte, Lieutenant, ich brauche eure Hilfe. Meine Stadt, die Bevölkerung von Anchorhead, braucht eure Unterstützung. Wie kann ich mich nützlich machen? Jemand greift uns an, Lieutenant. Überall in Anchorhead kam es zu Bombenanschlägen. Bestimmt mehr als ein Dutzend in der vergangenen Woche. Und wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Es gibt keine Drohungen, keine Forderungen oder Warnungen. Unschuldige Leute sterben ohne jede Erklärung. Klingt ja ganz nach Lunte, wa? Jorgen ist eines unserer Ziele, nicht ein Bombenexperte? Positiv, Lieutenant. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auf Ort Mantell eine ganz schöne Show abgezogen. Wirklich? Glaubt ihr, unsere Probleme könnten miteinander zu tun haben? Wenn ihr diesen Bombenexperten finden würdet. Sir, Bürgermeister Clarence, Sir. Es gab eine weitere Explosion. Ein Wohngebäude drüben in Distrikt 7. Oh nein, nein, nein. Wie viele? Wissen wir das schon? Nein, Sir. Es sieht aber nicht gut aus. Dort haben viele Leute gewohnt. Viele Familien. Ich begebe mich sofort zum Tatort, Bürgermeister Claren. Nach der ersten Explosion gab es immer Folgedetonationen, alle im gleichen Gebiet. Wenn ihr euch beeilt und rechtzeitig dort seid, könnt ihr sie vielleicht noch verhindern. Bitte, Lieutenant, schützt meine Leute und ich werde alles tun, um euch zu helfen. Bitte beeilt euch. Tja, nischt mit Heimlichtuerei. Wir haben schon wieder gegen sämtliche Regeln verstoßen. Ist nicht eins unserer Ziele ein Bombenexperte? Ja, Lunte, ne? Scheiße, Alter, was ist er denn für ein Lappen? Unschuldige in der Luft jagen. Wieso müssen wir alle Leben fangen? Na ja, gucken wir mal. Wer ist da? Halte durch, Bennett. Ich bin's, Kana, deine Nachbarin, erinnerst du dich? Du wirst es schaffen. Versuch dich nicht zu bewegen, in Ordnung? In Ordnung, sicher. Aber mein Bein... Ah. Keine Sorge, ihr seid jetzt gerettet. Hörst du das, Bennett? Alles wird wieder gut. Ich glaube, ich bin die Einzige von hier, die nicht verletzt wurde. Ich ging gerade die Straße zum Markt entlang. Eben gehe ich da noch lang und auf einmal liege ich bäuchlings auf der Straße. Ich habe die Explosion nicht einmal gesehen, nur gespürt. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid, Ma'am. Ja, ich... Ein paar Sekunden später und ich wäre immer noch drin gewesen. Droide. Es war ein Droide. Kam zur Vordertür rein und... Bumm! Alles wurde weiß. Eine Bombe versteckt in einem Droiden. Kein Wunder, dass das niemand bemerkt hat. Ja, ich bin mir ganz sicher. Oh nein! Da drüben, am Eingang. Ich grüße Sie. Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich grüße Sie. Darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen, wertes Wesen? Darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen, alle sterben. Wertes Wesen? Wir werden alle sterben. Alter, was ist das denn? Ich grüße Sie. Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen, wertes Wesen?
Was ist das denn für eine Scheiße, Junge? Den Typen, den legen wir da um, oder? Ist es vorbei? Sind sie alle tot? Keine Angst, die Gefahr ist vorüber. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Wir sind in Sicherheit, Bennett. Und jetzt nochmal so richtig auf Bein kloppen. Wir verdanken euch unser Leben. Ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie vergelten. Als Soldat der Republik ist es meine Pflicht zu helfen. Ihr seid ein wahrer Held. Ich werde nie vergessen, was ihr hier heute getan habt. Niemand wird das. Nochmals danke. Okay. Das ist ja schon eine Scheiße, wa? Alter, jetzt kommt so ein Druiden drin da. Darf ich nicht mit Ihnen kurz sprechen? Wesen? Freundliches Wesen? Blablabla, blablabla, bam! Junge, das sind Selbstmorddruiden. Das ist ja widerlich. Was? Er will die Ungerechtigkeit bekämpfen. Ist das nicht sein Wortlaut auf diesem scheiß Schiff gewesen? Ist das hier Gerechtigkeit? Einfach irgendwelche Leute abzuschlachten? Ist das Gerechtigkeit? Und ist er an der Position oder dahin gegangen, wo Gerechtigkeit groß geschrieben wird? Alter, dieser verfickte Heuchler, weißt du, so, Alter, das geht gar nicht. Wir werden alles dafür tun, den zu kriegen. Und die ganze Bande. Diesen Psychodoktor haben wir schon ausgemerzt. Widerlicher. Ich habe die Bombenangriffe gestoppt. Nach der ersten Explosion gab es keine weiteren Opfer. Das habt ihr wirklich getan? Danke, Lieutenant. Ich danke euch vielmals. Die Einwohner von Anchorhead stehen in eurer Schuld. Entschuldigt, Bürgermeister Claren. Ich störe nur ungern, aber wir haben ein dringendes Hologespräch. Jemand behauptet, wichtige Informationen über die Identität des Bombenlegers zu besitzen. Was? Wirklich? Stellt ihn durch, Cohn. Hallo, Bürgermeister Claren, Sir. Mein Name ist Vanto Basrin und ich habe wichtige Informationen für euch bezüglich... Entschuldigt, ist das... Sergeant? Seid ihr das? Ich bin es, Lunte, von Ort Mantell, erinnert ihr euch? Wie könnte ich euch vergessen? Ich weiß, ihr werdet mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin wirklich froh, dass ihr hier seid. Wenn jemand die Imperialen und die Bombenangriffe stoppen kann, dann ihr. Ich bin euretwegen hier, Lunte. Nur euretwegen. Das habe ich mir schon gedacht, aber hört mich bitte an, ja? Wir können die Imperialen damit nicht davonkommen lassen. Lieutenant, wer ist dieser Kerl? Kann er uns wirklich helfen, die Bombenangriffe zu stoppen? Lasst uns hören, was der Mann zu sagen hat. Danke. Ich muss mich beeilen, Sie. Nun ja, wenn man mich hierbei erwischt, wäre das schlecht. Sehr schlecht. Die Imperialen haben mich hierher gebracht, um für sie Bomben zu entwickeln. Ein Wüstenplanet, irgendwo im Nirgendwo. Dann wollte der imperiale Anführer, Colonel Gorik, die Bomben testen. Er wollte dafür aber keine leere Wüste, er bestand auf ein bewohntes Testgebiet. Er wollte Anchorhead. Dieses Monster! Er tötet unschuldige Leute, nur um eure verdammten Bomben zu testen? So handelt nur das Imperium. Nicht jeder imperiale Offizier ist ein mordlustiger Psychopath, aber trotzdem... Ja, es ist entsetzlich. Sobald ich das wusste, sagte ich Gorik, ich mache das nicht. Niemals. Also haben sie mich hier eingesperrt. Gorik hat Angst vor Tavus. Ansonsten hätte er mich einfach getötet. Nur ihr könnt Gorik aufhalten. Lasst mich euch helfen. Ich weiß, wer die Bombendruiden zusammenbaut. Warum baut Gorik die Droiden nicht selbst? Ihm fehlen die Ressourcen, also hat er Hilfe angefordert. Eine Gruppe Geonosianer baut die Bombendroiden. Sobald ein Trupp fertiggestellt worden ist, werden sie an die von Gorik gewünschten Koordinaten geschickt. Die Geonosianer verstecken sich irgendwo außerhalb von Anchorhead. Nur kenne ich die genaue Position nicht. Die Wachen kommen.
Ich muss den Sender verstecken, bevor ich noch entdeckt werde. Lunte Ende. Roger. Hör zu, Lieutenant. Ich kenne wirklich nicht die ganze Geschichte, aber ich denke, dass er die Wahrheit gesagt hat. Die Geonosianer, von denen Lunte gesprochen hat. Eine große Bande von ihnen hat sich vor 2 Monaten in einer verlassenen Stadt niedergelassen. Sie stellten kein größeres Problem als Plünderer dar. Wir hätten nie gedacht, dass sie mit den Bombenangriffen zu tun haben. Sieht so aus, als müsste ich dieser Bande einen Besuch abstatten. Wenn ihr den Anführer der Geonosianer tötet, sollten die Bombenangriffe aufhören. Aber es gibt so viele. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Der Chaostrupp schafft alles. Viel Glück da draußen, Lieutenant. Wisst ihr, was ich mir jetzt wünschen würde, wenn man jetzt noch so eine... Auf die Beine und in die Schlacht. So eine Unterhaltung mit Jorgen jetzt hätte. Wisst ihr, sich absprechen mit dem jeweiligen Teammitglied. Oder über Holo noch irgendwas. Dass es dann noch ein bisschen mehr Tiefe geben würde in der ganzen Sache, in der ganzen Angelegenheit. Das hätte vielleicht, das wäre vielleicht auch noch cool gewesen, aber wer bin ich schon, der sowas haben möchte. Gut, wir werden mal zum Taxistand und dann werden wir mal losflattern. Okay, mit Lunte habe ich wohl ein bisschen zu schnell überreagiert. Aber ich weiß auch die Schicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß die Geschichte nicht mehr so wirklich. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wieso ist denn hier die Karte komplett offen? Nee, die ist ausgegraut. Oh, die Wege sind angezeigt. Das ist nicht mehr so wie vorher. Jetzt ist zwar Nebel des... Okay. Oder? Na, gucken wir gleich mal. Wo ist denn der Java-Ballon? Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Da war er irgendwo. Da hinten. Ist nicht zu sehen. Verdammt. Warum nicht? So, okay. Alles klar. Man kriegt das anders angezeigt. Der Java-Ballon war da hinten irgendwo. Der hat was mit dem Dings zu tun. Mit einem Holocron, was man hier kriegen kann. Ich glaube, der dir... Da ist er. Bin mir nicht sicher, ob jetzt irgendwas so 20, 30 Minuten oder so dauert eine Fahrt. Und dann musst du von dem Java-Ballon irgendwo an einer bestimmten Stelle runterhüpfen, wenn du vorbeihüpfst, was viele gemacht haben und ich damals auch. Dann musst du wieder zurück zum Start und warten, bis dieser Ballon zurückkommt. Dann setzt du dich darauf und dann genießt du erstmal deinen Kaffee, die Aussicht, die Fahrt und hast du nicht gesehen. Und wenn du dann wieder runterhüpfst, dann könntest du schon langsam so in die Tischkante beißen. Ich glaube, ich hatte das aber beim zweiten Mal geschafft gehabt. Voll verrückt, Alter. Vor allem so langsam, wie der fliegt. Der ist, glaube ich, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten unterwegs. Vor allem diese Einöde hier, weißt du, wo du nicht wirklich was siehst. Ich finde das cool hier mit den Sandraupen und so. Das ist richtig cool gemacht. So, da sind schon mal ein paar Geonosianer. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwie vorbeikommen, ohne dass wir kämpfen müssen. Wir battlen uns erst da drin irgendwo. So, da ist schon jener unterwegs. Nee, die Ritterin oder so? Eine Hüterin. Hüter war Jedi Ritter, glaube ich, ne? So,
So, dann gucken wir uns mal hier um. Da hinten ist schon einer. Was ich sagen möchte, meine lieben Freunde, ist, dass das letzte Ziel nicht zerstört wurde. Habt ihr noch weitere Pläne, an denen ihr uns teilhaben lassen wollt? Soldaten der Republik, schaltet sie aus, Kaivax! Auf der Stelle! Gefahr, Gefahr! So, kommt mal alle ran hier, ihr Lappen hier. Auf die Beine und in die Schlacht. So, machen wir mal hier gleich ein bisschen Disco Pro. Der kriegt erstmal den rein und dann schlachten wir den einfach mal ab. Den rösten wir erstmal, den Vogel hier. Wer ist denn hier noch? Ach, da ist noch einer. Ernsthaft, wir müssen jetzt wieder zurück zum Bürgermeister? Das ist ja krass, das ging ja schnell. Warte mal. Ist das da hinten in der Nähe? Ja, das war jetzt. Das ging ja jetzt fix. Gefahr, Gefahr! Oder wie aus diesen Alarm, Alarm! Ja, weil die so laut schreien hier. So, wo ist denn jetzt mein Ziel? Warte mal, hier drüben irgendwo. Hier ist irgendwo ein Holocron. Hier oben drauf. Müsst ihr bloß gucken, wie er da hinkommt. Wahrscheinlich von irgendwo rüber. Aber man hört's. Es tut mir so leid, Bürgermeister. Ich habe das alles nicht kommen sehen, wirklich nicht. Unschuldige Leute sind wegen meiner Erfindungen gestorben. Ich war so dumm. Aber zumindest arbeitet ihr jetzt für die richtige Seite. Wir werden dieser Sache ein Ende machen. Die Geonosianer haben wirklich mit den Imperialen zusammengearbeitet. Ich weiß, es ist... Nun ja, danke, dass ihr mir nach allem, was geschehen ist, vertraut habt. Ich möchte wirklich helfen. Colonel Gorik ist... Also, er ist nicht glücklich darüber, dass ihr hier seid, Lieutenant. Hier herrscht jetzt höchste Alarmbereitschaft. Der Colonel hat allen Grund, besorgt zu sein. Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass uns das sogar helfen wird. Der Standort der Basis unterliegt der höchsten Geheimhaltung. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Die einzigen, die die Koordinaten der Basis kennen, sind Koriks Kommandoteams. Ihr müsst euch die Koordinaten von einem dieser Teams besorgen. Zeigt mir nur die Richtung und ich marschiere los. Als sich die Wachen vorhin unterhielten, haben sie erwähnt, dass ein Kommandoteam in der Nähe der Siedlung der Sandleute stationiert ist. Die Teams sollen einige meiner Erfindungen an den Sandleuten testen. Minen, versteckte Sprengladungen, solche Dinge. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Sandleute deshalb ziemlich schlecht aufgelegt. Ich bin auf der Hut. Es dauert wohl nicht mehr lange, bis sich Gorik dazu entscheidet, endgültig abzuziehen, Lieutenant. Er ist besorgt darüber, dass weitere republikanische Verstärkung eintrifft. Versucht also, die Höhle zu erreichen und euch die Koordinaten von den Kommandoteams zu beschaffen, bevor die Möglichkeit dazu nicht mehr besteht. Viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Ach, wir haben können. So. Dann werden wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. 23 Leute auf dem Planeten. Das hier irgendwie was... Sieht man hier eigentlich noch was für eine... Ja, Tatooine 1, Tatooine 3, also zwei Instanzen. Ich glaube, Tatooine 3 ist voll. Tatooine 2 ist reines PvP-Gebiet. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Freund? Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ach, da müssen wir hin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Müssen da nochmal hin? Hier sind auch nochmal ein Kommando. Stufe 80 Kommando.
So, dann muss er denn hier irgendwo... Warte mal. Zeigt er mir ja ganz was anderes an. Na Quatsch. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Oh, zeig mir doch das sofort an und nicht erst danach. Alter, das ist doch... Käse ist doch das. Ich hätte doch von... Du musst jetzt aber dahin. Weil von da aus ist es kürzer nach dahin. Boah. Was ne gequälte Scheiße. So, dann lassen wir auf der Karte lunsen. Ist das jetzt oben oder unten? Ich weiß es nicht. Kommen wir hier überhaupt hoch? Aber wir müssen bestimmt runter. Ach, fahren wir erstmal unten lang. Mal gucken. Nee, könnte oben sein. Verdammt. Guck mal, wir sind jetzt auf dem Ding hier. Naja, ist ja. Wir haben ja sonst kaum Weg. Krieg schon wieder Verspannung im Nacken. Bin sowieso wieder zur Zeit ein Wrack. Ja, lass mich in Ruhe, ihr Pissers. So, und jetzt da lang. Jo. Dachte, der positioniert sich immer. Alter, was ist denn das?